Was ist denn mit Tschetschenien? Die Russen haben Tschetschenien in Schutt und Asche gebombt. Da steht nun gar nichts mehr. Die jagen da Terroristen, das wissen Sie. Ist bis heute die offizielle Begründung. Terroristenjagd in Tschetschenien. Schöne Idee, Terroristen mit der Luftwaffe jagen. Das hätte man zur RAF-Zeit bei uns auch machen sollen. Ne? Oder da zuletzt, die sind Schmökel da, die sind Gewaltverbrecher. Ne? Den hätten sie mal mit der Luftwaffe jagen sollen. Da wäre das Problem Brandenburg gleich miterledigt gewesen. Ne? Nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, was das heißt, Terroristen mit der Luftwaffe zu jagen. Ne? Tschetschenien, nichts steht da mehr. Wo war Rudolf Scharping mit seinem Moralorgasmus? Der Gräfin von Pilate unter der Bettdecke oder was? Wo war unser Menschenrechtstrüffelschwein? Mit den Bildern von der zerbombten Entbindungsstation in Grozny. Marktplatz von Grozny, Entbindungsstation. Letzten Herbst. Es gab gar keinen Krieg. Es wurden Terroristen gejagt. Allerdings schon im Entstehen. Ne? Menschenrechte in Tschetschenien. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Glauben Sie ernsthaft, irgendein Tschetschene könnte wie ein Kosovo-Albaner zu Fuß bis hier kommen, um Ihnen in der Fußgängerzone beim Hütchenspiel die Kohle abzuknüpfen? Sehen Sie Rudolf Scharpings Menschenrechte da irgendwie in Gefahr? Was ist mit Afrika, haben andere gesagt. Völkermord in Afrika. Der Westen hat mit dem linear Grenzen durch diese Kontinent gezogen. Gucken Sie sich die Karte mal an. Mitten durch die ethnischen Gruppen. Jetzt führen die Krieg. Wir liefern die Waffen, die metzeln sich nieder. Millionen von Toten jedes Jahr. Warum macht da keiner was? Was wollen Sie mit der NATO-Strategie in Afrika? Was soll Madeleine Albright in Sierra Leone für eine Infrastruktur kaputt schießen? Da werfen Sie eine Cruise-Missile ab, da haben Sie mehr Geld ausgegeben, als die ganzen Hütten kosten, die da rumstehen.